Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Niemandsland im LS22. Wir müssen erstmal mein Chaos beseitigen. Ich habe ja 2, 3, 4 Bäume übereinander geschmissen. Das werden wir erstmal beseitigen müssen. So. Wir werden erstmal die Bäume hier klein gemacht. Hier ist noch einer. Zack. Da ist er auch schon kurz. Ich möchte. Danke. Ich wollte den Aster weg haben. So, sägen wir den hier doch auch gleich nochmal klein. Und das ist alles Äste, die man nicht gebrauchen kann. Kommt mir so dick vor. Ich peile aber auch gerade die ganze Zeit den anderen Baum an. Ja. Und alles Äste, die wir nicht gebrauchen können. Und es laggt. Na gut. So. Könnten wir doch mal vom Kopf bis Fuß entlasten, oder? Wenn das dann klappt. Klappt natürlich nicht. Jetzt aber. Wo gehört denn der Ast? Gut, der gehört dazu. Da könnten wir schon anfangen, die ersten Bäume entweder direkt in den Trigger zu legen oder auf den Holzanhänger verfrachten. Dass hier auch wieder ein bisschen mehr Luft ist. Und mir fällt gerade ein, dass ich den Dolz gar nicht wieder gestartet habe. Und du hängst hier noch dran. So. Thema Holz ist irgendwie nicht so euer Ding, kann das sein? Also für die meisten, die niemand so angucken. Bei. Oder die meisten Leute hatten heute einfach keine Zeit. So, einmal den Deutz starten. Der kann ja weitermachen. Weil die Zuschauerzahlen auf den Niemandsland hatte ich sonst nie. Also als ich gestern Abend nachgeguckt habe, 11 Stück, das war, weiß nicht, entweder keine Zeit oder Holz ist wirklich nicht so euer Ding. So. Komme ich da vorbei? Ich glaube nicht, ne? Durchsägen. Und dann hoffe ich, dass ich da vorbeikomme. Wäre ja schön.
Jo. Aufgeladen ist er schon mal. Dann nur noch irgendwie wieder aus der Gabel raus. Das klappt auch. Hier ist noch einer. Oder hier ist der Rest vom Baum. Und daneben gegriffen. Nächster Versuch. Jetzt aber. Jetzt. Schon mal weg. Der eine ist schon mal weg. Hier ist noch ein Digger. Wir könnten uns ja auch, damit es ein bisschen schneller geht, den Autoloader runterladen. Beziehungsweise mit hier auf die... Ui, der ist schwer. Mit auf die Map holen. Wenn euch das lieber ist, das könnt ihr gerne mal mit reinschreiben. Oder ich verlade weiterhin alles per Hand. Was heißt verladen? Also ich schiebe das maximal hier in den Trigger rein. Von mir ist es ja nicht. Der Weg ist auch nicht allzu weit. So, jetzt dürfte ich aber den schon rauskriegen hier. Zwei übereinander. Drei übereinander. Kriege ich den so mit? Ich glaube, den muss ich da nochmal kürzer sägen. Was ist denn mit dem Holz? Der ist fertig, oder was? Yep, der ist fertig. Wenn der eigentlich gleich aus Große fällt. Da auch noch weiterhin Unkraut empfehlen. Das blüht hier nämlich auch wie nichts Gutes. So, erster Wegpunkt. Viel Spaß. Ihr dreht schon die Reifen richtig. Und hier sollte ich vielleicht mal den Baum etwas kürzer machen. So, jetzt hoffe ich, dass ich da durchkomme und den nicht nochmal kürzen muss. Sieht aber ganz gut aus.
Passt. Passt eben gerade so durch. Mehr wollte man ja gar nicht. Oder mehr wollte ich ja gar nicht. Zurechtschieben. Und dann geht's hier weiter. Der ist anscheinend wieder ein bisschen schwerer. Der ist sehr viel schwerer. So, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Das passt ja. Da wird das Chaos doch schon wieder weniger. Das ist jetzt die Frage, krieg ich den so angehoben? Jo, krieg ich. Dann kommt er auch mit hier auf den Stapel. Da komme ich eh noch nicht ran, dann können wir den hier kürzen. So. Fällt mir gleich der Baum entgegen. Die lege ich erstmal einfach nur beiseite und dann räumen wir die später rein. Erstmal die Baumstämme bringen ja sowieso am meisten Liter. Zack, den weg. Ja. Den hier weg. Und den. Ja, kann man jetzt so ein bisschen entlasten. So. Bisschen Gewicht einsparen. Oder ich stelle mir den John Deere hier hin, habe ich gerade gedacht, aber der ist dann noch so ein bisschen eingebaut. Aber ich glaube, das könnten wir mal machen. Wenn ich die ganzen kleinen Teile hier auf den Anhänger, auch wenn nicht so oft fahren, der glaube ich gar nicht mal so schlecht. Unser neues Schmuckstück. Da läuft er wieder. Gut, das war jetzt nicht so toll. Sah jetzt nicht so schön aus. So, wenn ich einmal die Baumstämme hier abgebe. 11.000 Liter mit drin. Jetzt sind schon 20.000. Also, wird relativ schnell gehen. Okay, was ist jetzt wieder relativ schnell? Wird schon 3-4 Folgen dauern. Bis das Sägewerk wieder voll ist. Da war auch noch ein Ast dran. Laden wir die Kleinen auf den Hänger und fahren die nachher zusammen dahin. Da, da, da. Vor allen Dingen ist ja Holz eigentlich auch eine super Einnahmequelle. Da ist auch noch ein Ast dran. War ich auch zu schlampig beim Sägen?
So jetzt aber. Genau. Komm ich da? Will er nicht. Jetzt aber. Jetzt hat er es gemacht. Jetzt hat er das gemacht. So. Jo. Fast. Naja, fast. Jetzt aber. So, den lasst du auch nochmal weg. Ja. Zack. Das klappt doch. So, den weg. Chip, 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 chip. Ja. Da wird unser Haufen hier immer kleiner. Und der Anhänger ist gut gefüllt. Das heißt, es werden auch ordentlich. Es werden auch ein paar Liter sein bzw. werden. So. Gehen wir irgendwo da hinten hin. Und den letzten noch. Jo, da ist er weg. Da ist er weg. So. Das war ja eh wieder im Stamm. Können wir den kleinen hier auch noch mit aufladen? Jetzt aber. Hier haben wir noch einen kleinen. Nichts verschenken. So, den können wir jetzt eigentlich wieder die ersten Stämme wegbringen, ne? Hier würde ich schon mal einen Cut machen. Gucken, ob ich das wieder hinkriege, zwei aufzuladen. Wäre ja gar nicht mal so schlecht, aber dann ist jetzt auch die Zeit jetzt leider um. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Wir werden jetzt nochmal die kleineren hier, wenn ich um die Kurve komme, heben. So. Sind die anderen Spanngurte auch fest. Und dann noch mal schauen, wie viel Liter wir denn jetzt insgesamt drin haben. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Lasst euch nicht ärgern. Genießt den Morgen. Und dann sehen wir uns spätestens, wenn ihr mögt, nachher nochmal. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Lasst euch nicht ärgern.